Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr habt mir geschrieben, ich solle doch die Energieversorgung hier verlegen und das ist echt gar nicht so doof, weil es ist immerhin die größte Kohleverbrauch bei uns, den es gibt und der befindet sich aktuell hier. Also eigentlich ja irgendwie unwirtschaftlich, ne? Weil wir jetzt dauernd durch den LKWs von A nach B fahren müssen. Bedeutet, wir legen jetzt hier ganz viel an, unter anderem einen Planierauftrag für bis da hinten. Dann können die hier gleich nochmal abbaggern anfangen, weil aktuell baggern wir ja hier ab, damit wir hier die Straße nutzen können und planieren. Dann sind wir gleich auf derselben Ebene wie die Kohlemine. Was gleich gar nicht so doof ist. Und aktuell haben wir jetzt auch ein gutes, noch ein bisschen Reserve an Kohle. Aber da graben wir uns auch schon in die Kohle rein, von daher gar nicht so schlimm. Die nächsten Aufträge kommen da oben dann, damit wir hier die Straße ein bisschen kürzen können, damit wir hier das dann gut nutzen anfangen können, das Minengebiet. Will er hin? Er will doch hier drin nochmal meinen, okay. Okay, okay. Die Kollegen graben das jetzt hier auf, dann können wir danach hier die Fabrik aufbauen anfangen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen dauern und ich habe wieder mal mein Mikrofon in meine Fresse gelegt. Dafür muss ich mir auch noch was überlegen. Ich glaube, ich muss das dann seitlich irgendwie hinbauen, damit es nicht so ganz in der Fresse hängt und ihr mich dadurch besser hört. Vielleicht, ja, muss ich nachher ausprobieren. Da muss ich nachher ein bisschen rumfummeln. Das werden wir dann noch sehen. So, ich muss nur schauen, dass ihr einen guten Ton kriegt, weil ich habe irgendwie es geschafft, in einer der Aufnahmen sehr, sehr leise zu sein. Dich muss ich auch versetzen, aber... Was ich aber auch bemerkt habe, du bist hier noch nicht im Einsatz und wir haben genug Arbeiter, gut. Wenn wir noch keinen Kohleanschluss nach drüben verlegt. Aber wenn ich mich nicht irre, müsste der Kohleanschluss der hier sein. Und der fehlt noch. Deswegen Rohrleitung 2. Randa. Und schnell bauen. Dann sollte das ja jetzt anfangen, die Anlage voll zu pumpen, oder? Wasser kommt hier schon überall rein. Wir bauen jetzt nur ein bisschen Startdampf. Darauf könnten wir eventuell mal dahin bauen. Auch schnell liefern. Gut, die beiden haben aber Priorität bedeutet. Dasselbe Prinzip, wenn wir jetzt hier anlegen. Dann sollte das ja jetzt langsam losgehen. So, jetzt starten wir hier hinten durch. Und der erste neue Teilschrift kommt nach. Bedeutet, wir haben die Produktion jetzt gerade verdoppelt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Der Tankstelle bei Treibstoff fort. Ich hätte einfach gern, dass der hier voll ist.
Ach, du kommst da hinten gar nicht hin, ne? Da war was. Ja, du bist jetzt erst sozusagen unnütz. Dammit. Die Kollegen baggern hier aber schön, das ist super. Verkippen tun wir hier auch gut. Das wird jetzt Stück für Stück eine Abarbeitungsarbeit. Na, hier kommen die ersten Befüller, super. Er füllt hier noch drüben auf. Kohle wird verteilt, das ist gut. Ich will mir überlegen, ob wir den Diesel sogar hier produzieren, aber dann muss ich den ganzen Diesel wieder zurück transportieren anfangen. Ich glaube, das wäre sogar noch ein bisschen schlimmer in dem Fall. Ah, teilweise ist das keine spaßige Angelegenheit. Aber dadurch, dass die Straße ja jetzt fertig ist, können wir hier den Abriss der Brücke bekannt geben und haben somit hier noch ein bisschen Kohle auf Vorrat. Die begnügen sich gerade hier hinten noch mit dem Rest. Das sind die verzweifelten Reste noch, damit wir die Mine leer kriegen. Hier sind auch noch ein, zwei Reste drin. Die können wir jetzt aber schon mal weg tun hier. Jetzt tun wir alles, wo wir aktuell nicht mehr dran sind, einfach weg, damit wir so ein bisschen Übersicht haben. Zum Beispiel ist die Straße schon mal fertig, das ist super. Weil wir können anfangen, die Brücke hier abzugraben. Das macht es natürlich vorteilhaft. Aber hier haben wir noch einen guten Kohlevorrat. Das ist sehr lukrativ. Ah, hier schütten sie auch schon schön auf. Die Kupfermine hat auch noch genug Kupfer. Alter, dieses Loch alleine schon durch Kupfer, ne? Das ist brutal. Eisen, ja, da reden wir nicht drüber. Eisen ist riesig und massiv. Ja, die baggern sich hier gut durch. Verkippungsmäßig können wir noch weiter vorgehen. Wir haben zwar aktuell keine Möglichkeit, da draußen noch abzugraben, aber wir können wenigstens verkippen. Bedeutet, das sollte dann wenig ausmachen. Das ist halt echt eine Mine jetzt, also eine volle Mine sogar auch. Bedeutet, wir graben hier das Ganze auch noch mit ab. Hier sind wir natürlich schon tiefer, aber den Rest graben wir runter. Dann schauen wir, ja, wahrscheinlich ist es am besten, wenn wir die Produktion hier anlegen dann. Weil da stehen wir gut dabei. Aber es ist Wahnsinn, wie gut es hier abgeht. Ja, die Kohle hat sich gut gesammelt schon. Aber mit so einem Trupp können wir bestimmt, denke ich, so eine Schneise durchziehen zu der anderen Insel von da vorne. Also von hier, warte. Hier. So rüber. Wird wahrscheinlich ewig viel Zeit ziehen, aber ich denke, das könnten wir hinkriegen. Ich denke, das könnten wir schaffen. Wie geht's euch, Leuten? Langsam, aber sicher seid ihr dabei. Gut. Euch werden wir dann nachher verlegen. Und dann vielleicht sogar die Wände hier wirklich abreißen und tiefer setzen anfangen. Um da drauf im Hafen zu sitzen. Ich glaube, das ist eine gute Höhe für einen Hafen sogar. Aber ich glaube, wir sollten es sogar so lassen. Dann lieber nach hinten verkippen, irgendwann anfangen und daraus wirklich eine Produktionsanlage für Treibstoff errichten. Ich glaube, dann sind wir gut dabei.
Habe ich nichts mehr zum Erforschen gerade, oder was? Wir müssen unser Schiff jetzt auch einsetzen. Ganz, ganz dringend. Das war noch nicht erforscht. Hierfür brauche ich Mikrochip. Ah, das muss ich erst beim Erkunden der Weltkarte herausfinden. Okay, dafür brauche ich Uran. Dafür brauche ich Zuckerrohr. Und gerade bin ich auf Erkunden angewiesen. Dann schicken wir doch mal unser kleines Schlachtschiff los. Mittlerweile ist es ja schon ein Schlachtschiff. Sind wir gespannt, was für Nachrichten es zurückbringt. Es könnte natürlich interesting werden. Aber die Mine scheint hier im guten Lauf zu sein. Die Bagger sind fröhlich dabei. Fröh. Na schon, hier haben sie jetzt die erste Kante schon dicht. Kippt das jetzt weiter vorne auf? Oder was macht er jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt machen sie gerade die kleinen Reste noch. Nein, sie kippen weiter. Super. Und wie schnell das auch geht. Okay, das ist noch eine Meeresenge, ne? Aber hier vorne wird es interessant. Das können wir ja rein theoretisch rausfinden, indem wir hier mit dem... Hier sind wir bei minus 11, minus 16, hier sind wir minus 10. Eigentlich noch eine ganz gute Höhe. Schiff im Kampf, okay? Ja. Easy! Unser Schiff hat eine Ölbohrinsel entdeckt. Okay. Was ist hier? Struktur gefunden. Das müssen wir noch erkunden. Ein beschädigtes Frachtschiff, okay. Und hier ist noch ein Gegner mit Feind, aber den machen wir mal easy fertig. Dann erkunden wir mal in die Ecke. Jetzt kommt ja gerade unser Freund wieder zurück. Brauchst du was oder kommst du nur kurz auf Besuch? Was willst du? Hm? Was willst du? Was wollen sie? Wieder ready to go, oder? Finde ich gut so. Geh in die Schlacht, komm. Zeig, was du kannst. Wie es auch wegschießt, holy shit. Cool wäre, wenn man zwei haben könnte und sagen könnte, okay, ich nehme zwei, schicke das eine nach da, das andere nach da und hin und her. Ich habe wieder die Bevölkerung überfüllt. Oh Gott. Ich muss an der Gesundheit noch ein bisschen rumschrauben. Das kriege ich noch nicht so ganz unter Kontrolle, wie es ausschaut. Lebensmittel sind nicht so happy. Da könnte man vielleicht mal mit Hühnern anfangen zu arbeiten. Die Haushaltswaren haben halt Müll und Krankenhäuser. Ja, das sind jetzt halt... Wie sind denn die Teile, die man für Krankenhäuser braucht? Haushaltsgeräte brauchen Elektronik, Elektronik 2 plus Stahl. Okay. Na, Schiff ist wieder im Kampf. Holy, was ist denn das für ein Biest? Aber wir haben es besiegt. Elektronik und Elektronik 2 gefunden. Und dahin ist ein unbekannter Ort. Hier ist eine... Kalksteinbruch. Okay. Hier gibt es einen Gegner. Interesting. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal unser Schiff reparieren, weil ich vermute mal. Ihr könnt doch einfach nach da fahren. Why? Ach, weil es tanken will. Gott, ich muss unbedingt hier vorne die Tankstelle vollkriegen irgendwie. Problem ist, er kommt nicht an den Tank ran. Kann ich dich rein theoretisch pausieren und dann füllt er den an? Ja. Wird zwar wahrscheinlich mir kurz meinen Genack brechen, aber egal. Ich flieg schon wieder viel zu weit. Stopp. Warum will er jetzt unbedingt nach da? Du hast gar keinen...
muss jetzt hier mal den Weg drei breit machen wahrscheinlich. Ah, dann kippe ich das da unten wieder voll. Ah, ist das blöd. Oh, schau, jetzt kommen wir an die Kapazität von dem Gerät hier sogar. Jetzt kommen wir an die Öllagerkapazität von uns. Dann ziehen wir dich mal hoch. Und dann brauchen wir noch ein paar Flüssigkeitsmodule. Fertig bauen bitte. Upgrade auf Stufe 3. Und dann auf Schnellbauweise fertig machen. Rohöl hätte ich gerne, bitte. Bei der nächsten Lieferung zieht das dann hoffentlich raus. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich dann nochmal ein zweites Schiff noch anheuern. Ist der immer noch groß beschäftigt? Nee, der ist unterwegs, glaube ich. Hat jemand einen riesengroßen gelben Tanker entdeckt? Ach, schau mal, sie füllen es ja irgendwie doch auf. Ich weiß nicht, was deren Mission teilweise ist. Ah, die wollen alle nach da unten. Gerade backen sie irgendwie alle, glaube ich. Jetzt sind auch noch die Kipppunkte hier hinter der Ecke. Was ist eure Mission? Wo wollt denn ihr hin? Warum wollt ihr hier runter? Ihr habt damit gar nichts zu tun. Ich habe Erde zum Verkippen freigegeben. Ich check's teilweise echt nicht. Jetzt hängt das Ganze, weil sie dumm sind, oder wie? Jetzt fährt er tanken. Ich check's gerade halt echt nicht. Was hat er? Kann nicht das Ziel erreichen. Beachten Sie, dass das Fahrzeug... Ihr habt keine Anfrage, irgendwo hinzufahren. Ihr solltest direkt in der Mine verkehren. Du auch. Wo willst du? Was hast du davon? So, wo willst du hin? Was will er denn da in der Mine? Ich raste das jetzt ab. Das gibt mir jetzt gerade Tierstoff und Senkel, ne? Kriegt euch wieder bitte ein, das ist nur ein Erde-Ding gewesen. Ach jetzt, oh, das macht ja eine aggressiv, ey, ich sag's euch.
Dann können hier Auftrag. Gut, dann können sie wieder kippen anfangen. Was haben wir? Keine aktuelle Krankheit. Aber die Wasserverschmutzung ist halt riesig. Und die Luftverschmutzung ist auch nicht gut. Die Luftverschmutzung ist auch nicht gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben jetzt hier viel an der neuen Mine gemacht, damit die erreichbar ist und für uns nutzbar. Wir werden jetzt schauen, dass wir das hier schön aufkippen und dann hier die Stromproduktion hinversetzen. Und ja, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.